Hallo und herzlich willkommen beim Kurier Sport Talk. Im Wiener Kongressbad wird am Wochenende Beach Soccer gespielt im Rahmen eines Sechs-Nationen-Turniers. Wie es um diese Trendsportart Beach Soccer wirklich bestellt ist in Österreich, das bespreche ich mit meinen heutigen Gästen. Herzlich willkommen, Alex Ristowski. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Und ein bekannter Name, bekanntes Gesicht im Fußball, Mario Konrad. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Du bist Teamchef von Beach Soccer Austria. So könnt ihr euch nennen. Generell einmal, wie ist der Stellenwert von Beach Soccer in Österreich aktuell? Wie kann man das umschreiben? Ja, ich kämpfe schon sehr lange für diese Sportart, die letzten 20 Jahre. Wir sind ja leider vom ÖFB nicht anerkannt. Deshalb sind wir nicht die offizielle Nationalmannschaft. Die Nationalmannschaft ist ja halt ja auch geschützt und darf man sich auch nennen, wenn der ÖFB dich übernimmt. Aber wir versuchen halt international und national aufzuzeigen, mit sportlichen und auch organisatorischen Feedback zu geben, wie Beach Soccer hier in Österreich ablaufen könnte. Ja, und es ist halt ein schwerer Kampf, aber wir haben eine Riesenfreude. Wir haben einen richtig großen, guten Kader gespickt aus Regionalliga-Fußballern. Mhm. Und ja, wir freuen uns schon auf den kommenden Sonntag. Mario, wie wichtig ist, wenn jetzt bekannte Spieler wie du mit ihrem Namen da quasi vorausgehen, um auch eine Sportart bekannt zu machen und Aufsehen erregen damit? Ist das wichtig? Ja, ich denke schon. Also es ist natürlich für die Außendarstellung, für die Leute, die vielleicht mit dem Sport noch nicht so viel in Berührung gekommen sind, irrsinnig wichtig und auch interessant, Gesichter und Spieler dabei zu haben, die man schon vom Fußball her kennt. Also ich denke, dass das schon ein wesentlicher Faktor ist. Mhm. Jetzt seid ihr im Beach Soccer Austria quasi die Spitze. Wie viele Menschen, Jugendliche, Kinder, kann man das irgendwie beziffern, spielen Beach Soccer in Österreich? Wie viele Vereine gibt es? Ich muss dazu sagen, also vor ca. 20 Jahren, also ich habe 1999 habe ich mit Beach Soccer begonnen. Da war auch Telekom Austria ein großer Sponsor. Klaus Lindenberger hat damals eine Beach Soccer Serie ins Leben gestartet. In jedem Bundesland gab es Turniere. Und dann, die Bundeslandsieger haben sich dann am Felden neben einem Schlosshotel in einem Stadion getroffen, haben den österreichischen Meister ausgespielt. Mhm. Irgendwann einmal ist dann Telekom Austria ausgestiegen, Klaus Lindenberger ist ausgestiegen und ich habe das dann quasi übernommen, weiter mit der österreichischen Beachsoccer-Mannschaft zu spielen, international und national. Die ganzen Mannschaften sind leider dann weggebrochen, Beachsoccer-mäßig. Das heißt, es gibt aktuell keine Beachsoccer-Mannschaften, die Beachsoccer Mannschaft, die für Österreich spielt, ist meistens aus Futsalspielern gespickt und natürlich auch ehemaligen Fußballern. Mhm. Was machst du aus deiner Sicht dieses Beach Soccer so besonders? Ich meine, du kennst Fußball von anderen Belegen, meistens Naturrasen, hin und wieder Kunstrasen. Jetzt hast du Sand unter den Füßen. Was ist da das Spezielle? Naja, generell ist es so, dass man den Vergleich schon ein bisschen mit Beachvolleyball ziehen kann. Also das Flair, das Ganze rundherum, es ist eigentlich viel Show dabei. Es ist sehr schnell, es geht immer hin und her. Es ist immer, glaube ich, zum Zuschauen für die Leute interessant. Also und für mich persönlich ist es insofern cool, weil es gibt immer, gerade für mich auch als Stürmer, immer viele Abschlüsse. Du bist immer permanent im Spiel drinnen, also schon sehr interessant und sehr schnell. Wenn du das vergleichst mit dem normalen Fußball, ist ja doch ein bisschen anders, weil in dem Fall kannst du nicht sagen, flach spielen, hoch gewinnen, weil der Ball sollte in der Luft sein. Ne? Ja. Nein, es ist natürlich der größte Teil von dem Spiel findet natürlich schon auch am Boden statt, aber gerade die stärkeren Mannschaften spielen das eigentlich fast aus der Luft. Das ist halt schon sehr anspruchsvoll und bietet da schon einen gewissen Reiz. Du hast vorher schon Futsal angesprochen, da hast du ja auch einen Kampf geführt, einen erfolgreichen letztlich. Wie würdest du diese Parallelen sehen? Futsal, also der Hallenfußball, zwar nicht so wie man in Wien kennt, Stadthalle, sondern eben anders und jetzt Beach Soccer. Gibt es schon einige Parallelen, oder? Ja, also es wird auch 4+1 gespielt und über Untergrund brauchen wir nicht reden, das ist natürlich ein ganz anderer. Das Tor ist ein wenig größer. Beim Beach Soccer ist es ein 5,5 mal 2,2, ist ein ganz spezielles Tor.
Viele glauben, es ist ein 5x2, ist, aber es ist ein 5,5x2,2, ist auch doch ein bisschen ein größeres. Nein, es ist halt so, du hast schon recht, mit Futsal habe ich auch die letzten 20 Jahre sehr darum gekämpft, dass es auch eine Nationalmannschaft gibt. Aber letztendlich hat dann auch die UEFA auch einen gewissen Druck ausgeübt auf den ÖFB. Und der ÖFB hat dann auch letztendlich auch der Peter Schöttl entschieden, dass wir nicht die Letzten sind in Europa, weil ich glaube, Liechtenstein und Färöerinseln sind die einzigen, die noch keine Futsal-Nationalmannschaft haben. Beim Beachsoccer ist es ein bisschen anders. Beim Beachsoccer sind es 35 Verbände in Europa, haben Beachsoccer im Programm. Da ist die UEFA auch nicht hundertprozentig dahinter, da ist mehr die FIFA dahinter. Ja. Da hoffen wir halt, dass halt von der UEFA dann auch mehr kommt. Aber wie gesagt, wir versuchen unser Bestes zu tun, um diese Sportart halt so groß wie möglich zu machen. Du kennst dich hier im Fußballgetriebe aus, du kennst auch den Verband. Wie wichtig wäre aus deiner Spielersicht, dass der ÖFB sich dazu bekennt? Weil das wäre wahrscheinlich dann schon ein ziemlicher Rückenwind für die ganze Sportart, oder? Ja, ich denke schon, weil es auch eine Sportart ist, die auch viele Kinder und Jugendliche begeistert und begeistern kann. Es ist eine neue Sportart, also eine neuere Sportart. Und ich denke, ich glaube, in Wien gibt es etliche Freibäder, die Beachvolleyballplätze haben, die man ohne weiteres auch umfunktionieren könnte in Beachsoccerplätze. Mhm. Und wenn man in die Freibäder schaut, glaube ich, sieht man jedes Mal Kinder, Jugendliche auf den Plätzen. Da geht es aber jetzt nicht um die fußballerische Ausbildung allein, sondern wahrscheinlich um die Bewegung und einfach auch mit Spaß und Freude Jugendliche dorthin zu bringen, oder? Ja, definitiv. Also es gehört natürlich eine gewisse Technik, eine gewisse Grundtechnik dazu. Aber ich glaube, das lernt jeder Jugendliche in den Vereinen, ja, wo du dann die Grundvoraussetzung eben für Beachsoccer schaffen kannst. Wie oft könnt ihr im Prinzip gemeinsam trainieren? Regelmäßig wahrscheinlich nicht, aber vor Anlässen wie jetzt im Kongressbad, dieses Turnier, da trifft man sich wahrscheinlich und wird ein bisschen was einstudieren, oder? Ja, also im Normalfall, wenn es die Zeit erlaubt, ja. Nein, es ist nicht einfach, ja, dass man alle unter einen Hut bringt und dann einen gemeinsamen Termin findet für gemeinsame Trainingseinheiten. Aber sofern es die Zeit zulässt und sofern alle können oder der Großteil kann, gibt es diese Trainingseinheiten definitiv. Ich muss dazu sagen, vor Italien haben wir uns schon gut vorbereitet, aber leider wurden dann vom Kongressbad, das ist eigentlich der einzige Beachsoccer-Court, den es in Wien gibt, Beachvolleyballplätze aufgebaut. Und jetzt habe ich natürlich Gott sei Dank es geschafft, dass die Wiener Bäder diese Beachvolleyballplätze wieder abbaut, dass wir am Sonntag unser Beachsoccer-Turnier organisieren dürfen. Jetzt hat dein Kapitän aber am Freitag noch in der Regionalliga Ost mit Leobendorf in Neusiedl ein Spiel. Mhm. Soll er sich da schonen für den Sonntag? Gibt es da irgendwelche Tipps mit auf die Reise nach Neusiedl? Ja, ich hoffe, du sagst das nicht so laut, weil der Sascha Lasche, der Trainer von Leobendorf, das nicht gerne hören. dass er sich schont dafür bei der Partie. Nein, viele Spieler, auch beim Wiener Sportclub sind auch zwei Spieler dabei, die gestern eine Cup-Partie gehabt haben, jetzt auch am Wochenende wieder ein Match haben. Ja, die machen das, weil es ihnen Spaß macht. Da bekommt keiner ein Geld. Das ist einfach eine Freude an der Sportart. Und das zeigen auch die Burschen auch am Feld. Wie groß ist die Verletzungsgefahr eigentlich? Ich meine, wenn man im Hinterkopf hat, man spielt Regionalliga, der Verein wird es dann wahrscheinlich nicht so gern sehen, wenn man angeschlagen retour kommt. Ja, also klar verständlich, dass die Vereine da das nicht gerne sehen, dass man da außerhalb des Platzes irgendwie einer anderen sportlichen Tätigkeit nachgeht. Aber die Verletzungsgefahr ist gleich groß, wie wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wandern gehe am Schneeberg und dort umknöchle oder so. Ja. Also passieren kann immer was. Ja. Ja. Es ist halt einfach wichtig, glaube ich, dass man sich gut darauf vorbereitet, dass man sich gut aufwärmt, ja, und dann ist das eigentlich halb so wild. Weil Beachvolleyball vorher angesprochen worden ist, wäre es nicht für Beachsoccer eine Möglichkeit im Sog von Beachvolleyball, weil das ist ja ein Hype, vielleicht sich da anzuhängen und da mitzumachen. Zum Beispiel jetzt war ja Beachvolleyball am Heumarkt eben mit dem Hannes Jagerhofer, der das veranstaltet hat. Wäre das vielleicht eine zukünftige Idee?
wäre perfekt, ob der Herr Jagerhofer uns da irgendwie einbringen kann in seiner Show, wäre natürlich toll, aber ich sage einmal, es wäre sicher ein Mehrwert, weil wenn wir da unten gegen Deutschland oder gegen Italien spielen würden, wären die Leute extrem begeistert, es fallen über 9 Tore pro Spiel im Schnitt, die Show wäre garantiert, aber wir sind schon in Kontakt über unseren Patrick Stummer, der Jurist beim Magistrat ist, haben wir da einen guten Draht und vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr irgendwie reinzukommen. Mario, jetzt Kongressbad am Sonntag, Gruppe Österreich, Deutschland, Albanien. Österreich, Deutschland, das ist wahrscheinlich immer, egal auf welchem Belag, ist das eine Brisanz. Ja, was erwartest du? Ich erwarte mir die Deutschen natürlich stark, so wie in jeder Sportart und überall her, genau. Nein, aber ich denke, dass das eine richtig coole und lässige Veranstaltung werden wird, auch mit den Mannschaften, die dabei sind. Und ich glaube, es wird eine sehr gute Werbung für Beachsoccer in Österreich werden. Alex, wie wichtig ist für den Teamchef der Erfolg am Sonntag? Oder geht es da generell auch darum, eine Sportart wieder mal ins Rampenlicht zu rücken und zu zeigen, wir sind da, schaut uns zu. Beides, würde ich mal sagen. Also wenn wir das Turnier gewinnen, es ist unser Heimturnier und wir vor Deutschland sind, dann steigen auch die Medien drauf ein. Dann wird auch fleißig auch berichtet, was uns natürlich auch hilft, diese Sportart bekannter und populärer zu machen. Natürlich, organisatorisch ist es natürlich auch eine Riesenaufgabe. Aber die Burschen sind gut vorbereitet, sind topfit, sind wie gesagt als Regionalliga-Fußballer und am Sand zu laufen und zu sprinten, da braucht man Kraft und das haben die Burschen. Und Mario Conner, Torschützenkönig, davon gehe ich aus, oder? Hoffentlich. Wenn sie mich gut bedienen, dann wird schon das ein oder andere. In Italien, drin sein. Bei der Golden League war er Torschützenkönig, also wir erwarten schon, dass er hier in Österreich, dann in Wien auch den Titel holt. Wunderbar. Dann danke fürs Kommen, für die Plauderei und viel Vergnügen und viel Erfolg für Sonntag im Kongressbad. Danke. Dankeschön. Ja, und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Sporttalk. Bis dahin, auf Wiedersehen.